Habe ich noch ein Thema für das gibt es Neues. Warte mal, schnell einer kopieren da. Kopierst du es in die Sendungsnotizen bitte? Ja, also ich brauche noch, aber wird kommen. Ja, okay. Solange es irgendwann kommt. Die Zeit ist wurscht. Android 15 wird verteilt. Gar nicht gewusst, dass man mit Android schon an der Version 15 angekommen ist. Wahrscheinlich. Das ist schnell gegangen, irgendwie. Ich kann mich noch an 7 erinnern und 8. Ja gut, das ist schon ein bisschen her, ja. Ja, also, sie haben es überarbeitet. Es gibt halt wieder die ein oder anderen Feature-Updates. Das User-Interface ist wieder ein bisschen schöner feingeschliffen worden. Bei den Pixel-Phones hast du jetzt coole neue Features. Das finde ich nämlich ziemlich, ziemlich satt. Sie haben eine Astrofotografie-Funktion drin, wo du bis zu 4 Minuten lang belichten kannst. Was ich ziemlich geil finde. Erwartet euch nicht solche Bilder, weil mit einer 4-minütigen Belichtungszeit habt ihr recht schöne Streifen von den Sternen drin, weil nicht vergessen, die Sterne bewegen sich und zwar recht schnell. Das merke ich jetzt mal, wenn ich Astrofotografie mit meiner Spiegellosen mache. Nach 30 Sekunden hast du schon Schlieren drin. Also 4 Minuten belichten, ja, ist zwar ein netter Gag, aber schön ausschauen tut es nicht. Trotzdem, coole Funktionen. Allein, dass es möglich ist, 4 Minuten mit dem Sensor Vollgas zu belichten, wahrscheinlich mit hohem ISO, ohne dass er extrem heiß wird. Gut, auch nicht schlecht. Unter Wasserfotografie haben sie neue Features drin. Generell finde ich das User Interface, jetzt gefällt es mir doch langsam wieder. Du hast das vor ein paar Sendungen noch gesagt, das ist die. Dir gefällt das, wie sie es bei Google gelöst haben, bei dem Chrome, Google Video, na, wie heißt das, Google Home, dass das User Interface so. Die, Die flache Sprache da, also das. das Material, das, also Material Design, letztendlich, ja. das ist schon, mir hat das am Anfang auch recht gut gefallen eigentlich, aber ich muss ja das echt lassen, das ist echt so geschehen aus, also Ja, ja. es wird echt immer. Das ist neu, oder? Material Design at Google.io. Ja, Ja, da das gibt gibt's es schon mehrere Sachen, wo lang, sie das aber sponsern. Ja, genau. Ja, finde jetzt leider nichts. Material Design. Figma Design Kit. How to get Google Fonts Content Design. Ja, ich finde da jetzt leider nichts. Ja, trotzdem. Also, ich finde es immer schicker. Aber wenn es mal teilweise ein bisschen zu comichaft wirkt, also da in dem Screenshot sieht man so London, Wetter, Sonnenaufgang, UV-Index, Luftqualität. Es wirkt ein bisschen comichaft, aber trotzdem irgendwie nett und freundlich. Also es hat schon was. Also also ich muss ehrlich sagen, mir kommt es auch vor, dass Android sich bei jeder Version verbessert und iOS sich bei jeder Designvariation verschlimmert. ja, also seit dem letzten Update, was ist es, iOS 18, wo sie die Möglichkeit eingeführt haben, dass man seine Icons einfärben kann, sodass zum Beispiel alle grünlich sind, alle rötlich und so weiter. Hast du das schon einmal probiert? Ich habe das einmal kurz benutzt, dann habe ich gedacht, so ein Scheiß, wer braucht das noch? Ja, also das muss ich sagen, das schaut sowas von ekelhaft aus. Ich kann mir das zum Beispiel, oder die Invertieren von den Logoformen, also dass die Icons angepasst werden an den Dark Mode und dunkler werden. Ich kann mir das nur vorstellen für einen Schlafmodus oder irgendwas, wo man nicht von irgendeinem hellen Icon geblendet werden will. Aber ja, eben, also die Apple-Entscheidungen, Apple versucht sich teilweise ein bisschen zu orientieren am Material Design von Android 10, kommt mir vor. Und während Android Ja. immer weitergeht und jetzt teilweise echt immer schöner wird, nähert sich Apple beim iOS immer mehr einer uralten Android-Version, um die nicht sonderlich unausgereift ausgeschaut hat. Also So in etwa würde ich sagen, also ich muss da sagen, also ich bin da mittlerweile, ich meine, wo ist die Funktion nochmal versteckt gewesen, dass man das anpassen kann? Ich habe das schon wieder vergessen. Long Press auf den Homescreen, Edit. Also Long Press auf den Homescreen, nachher dann alle Icons Ja. wackeln, nachher kannst du links oben editieren. Und dann kannst du Ah, customize und dann da kannst du stark einschalten.
Ich kann jetzt leider nicht mein Handy sharen. Ja, man kann es dann einfärben, tinted. Und das wird dann wirklich ekelhaft. Also grün, Ah, ja, da grünlich, war das. alles grünlich. Ah, das ist halt einfach nicht schön. Und dark, auch nicht schön. Habe ich da jetzt wohl keine Apps drauf, die man im Video nicht sehen sollen dürfte, ja. Du kannst alles gelb einfärben. Es ist einfach so. Ich finde es einfach boah, schwierig. Also mir gefällt das klassisch Das einfach. Schlimmste ist, wenn die Icons Klar, groß klar. machst. Das schaut überhaupt am schlimmsten aus. Ja, gut, das ist jetzt eher etwas, was Leute mit Nein, ich meine, Sehschwächen und so weiter nutzen aber da tun. denke ich mal, ja, tut es das echt in das Feature rein, weil das fällt genau da rein. Das ist ja kein Design-Element. Das ist ja wirklich, wenn ich es brauche. Bedienungshilfe, ja, Ja, genau, das ist eine ja. Bedienungshilfe, Früher ja. hat man das in die Bedienungshilfen größer und kleiner machen können, ja, genau. Ja. Also, ja, aber ja, wie gesagt, Android 15 ist da, also softwaremäßig wird es besser. Was jetzt zum Beispiel immer noch nicht drinnen ist in die Android-Sachen, das habe ich noch nachgelesen, ist. Also man meint immer, dass Apple so limitiert ist von den Schnittstellen und von den Synchronisierungsmethoden und so weiter und so fort. Aber bei Google gibt es, also bei Google, beim Android gibt es immer noch keine Möglichkeit, dass du als für Kalender und für Kontakte an CalDAV oder CarDAV-Server nutzen kannst. Und nicht. Brauche ich persönlich nicht, okay, ist egal. Wenn du zum Beispiel deine Nextcloud-Instanz hast und du willst deine Kontakte und deine Ja, Kalenderdaten über Nextcloud synchronisieren, dann brauchst du CalDAV und CarDAV. ich weiß schon, Beim warum iPhone Google das. geht's. Ich weiß schon, warum Google das nicht will. Ja, aber warum hat es Apple implementiert? Naja, Apple hat nicht. Google lebt halt von deinen Daten. Gut, Argument. Ja, das macht natürlich Sinn, dass du das alles über See synchronisierst. Ja, bei Google geht das Also. übrigens immer noch beim Android, aber halt nicht. Also man braucht a, ja, eine Drittanbieter-App dafür. Ja, das ist, man, das ist bei Android wieder der Vorteil, aber natürlich, du schneidest schon mal an gewissen User den Zugang dazu ab, weil er sich A nicht damit ärgern wird. Ja. Oder B, sich denkt, ja, gibt's halt nicht, Pech gehabt. Aber das, ja, ist halt so die Sache. Aber nice Material Design, also Google kriegt das ganz gut hin, ja. Also, es wirkt halt sehr comichaft. Wirkt halt sehr comichaft und einfach flach. Zum Beispiel, wenn du ein bisschen weiter oben scrollst in dem Artikel, da ist unten so eine Zeichnung für den Diebstahlschutz dabei. Das ist halt ja, Ja, Vektorgrafik. Das schaut aber aber gut aus. Es schaut eben, nicht ich schlecht finde aus. das ist schön, ja. Also mir gefallen auch, ich muss ja mittlerweile sagen, mir gefallen auch alle Symbole, was ich da auf den Screen sehe, wesentlich besser als bei iOS mittlerweile. Da haben sie sich wirklich vor allem bei den Apps, bei den eigenen Apps wirklich hervorgetan, weil früher waren die echt schlimm dort. Also da hat irgendwie designmäßig überhaupt nichts wirklich zusammengepasst früher. Richtig, na vor allem, was ich auch nett finde, zum Beispiel das Podcast-Ding, die Podcast-App da, Ja, das irgendwann Google passt, das ist, Podcasts gibt es nicht mehr. das ist ja, das ist minimalistisch, hat aber echt einen eigenen Stil. Ja, nein, es ist nett, ja. Auch Sheets, es ist so, es ist zwar minimalistisch, aber es ist echt was da, wo du es irgendwie erkennst, dass es ein Excel-Dokument ist oder in dem Fall ein Google-Sheets-Dokument. Ja, wobei ich sagen muss, das Numbers-Icon schaut trotzdem nett aus. Ist halt Das wüsste ich zum Beispiel nicht einmal mehr, ein wie schaut denn das angedeutetes aus? Balkendiagramm. Na, schaut auch nett Ich aus. habe Versteht das nicht. man. Okay. Ja, ist okay, aber irgendwie nicht so rund wie das von Google. Ich weiß Ja. nicht warum. Es fehlt irgendwie so dieses Esprit, was es früher mal gegeben hat. Ja, und was wir halt in Android 15 noch drin haben, sind so weitere AI-Features mit
beim Audio störende Geräusche entfernen, wie Wind und dann laute Menschenmengen, Astrofotografie-Funktion, die haben wir eh schon, Thermometer-App und so weiter und so fort. Also sieht man, mit der Thermometer-App auf dem Pixel 8 Pro können Nutzer die Kamera verwenden, um genau das zu fokussieren, was man messen möchte. Verwendet den Sucher, um Temperaturwerte auf fast jeder Oberfläche zu erhalten. Das finde ich ein geiles Feature. Kannst mit dem Teil kannst Temperatur messen. Das glaube ich ist aber in Android schon oder im Pixel Ja, schon ja. ziemlich lang drin. Ah, okay. Das finde ich aber wirklich cool. Ich meine, ist glaube ich nicht hundertprozentig genau, aber. Na, ist es auch nicht. Aber ist da Maßband, wie heißt es denn? Wow, wie heißt es denn auf Englisch? Das kann ja das iPhone, mit dem iPhone kannst du Längen messen. Und Genau, ja. das funktioniert nämlich auch ganz gut über einen LiDAR-Sensor. Nein, nicht über einen LiDAR-Sensor. Das Das machst du mit der Hintern, funktioniert. nein, das machst du mit der Das Hinternkamera, funktioniert, glaube ich, sogar ein bisschen über einen oder? LiDAR-Sensor. Hat das iPhone hinten auch einen LiDAR-Sensor drin auf die hinteren drei Kameras? Das iPhone hat nur hinten einen LiDAR-Sensor Ja, drin. und fürs Face, oder? Fürs Face ID. Ah, Face ID hat Infrarot, Entschuldigung, okay, ja. Leider hast du nur hinten, Ja, ja. genau. Und da kannst du mit dem iPhone eben das Maßband, die Maßband-App verwenden, die ja ziemlich cool ist, um Sachen zu messen. Und das ist, muss ich sagen, echt fast. Es ist nicht Millimeter genau, aber es ist recht Zentimeter genau. Also das habe ich schon oft verwendet. Einfach nur, um Ja, und grob was zu messen. es kommt natürlich auch darauf an, wie monkesk du unterwegs bist. Weil. Ja, du musst halt schon genau dann auch sein, also du musst selber genau sein. Also du Ja, kannst das das schon. nicht auch so sagen, ja, so tak, 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 und dann machst du die drei Punkteln dahin, das Nein, geht nein, nicht. das geht nicht. Nein, nein, man muss schon genau messen, was man will, ja. Wobei man nur auch sagen muss, es snappt aber ein. Also, ich habe mal von einer Wand bis zur Sandkiste was vermessen im Garten draußen. Und sobald die Sandkiste zu sehen war, hat es eingesnappt auf der Sandkiste. Also, du hast noch an die Kamera ein bisschen mehr bewegen müssen, dass er wieder wegsnappt. Weil er genau, weil es gemerkt hat, extrem hoher Kontrastunterschied. Möglicherweise will er bis dahin messen. Ja. Ja, ist cool. Ja, jedenfalls Android 15 ist da. Wir sind nicht mehr so ganz so abgeneigt. Aber kaufen würde ich es halt trotzdem nicht so. Ich will nicht mehr migrieren. Ich bin zu alt für sowas. Ja, sag das nicht. Ich schließe sowas eigentlich nicht mehr aus. Nein, aber ich bin Also ich trotzdem meine, zu alt. ich sage auch nach wie vor, was Windows mit den ganzen Copilot und so, die haben schon abgeliefert das Jahr. Ja. Also da ist Apple bisher, vor allem in Europa, kriegst du nichts davon. Ich wüsste aber nicht, ob ich jemals wieder zu Windows wechseln würde als Arbeitsumgebung, nachher eher noch zu einem Linux oder zu Chromebook. Chrome OS. Chromebook, ja, ich denke mal so eigentlich für, ich meine, Chrome OS macht dann wirklich Sinn, wenn jetzt irgendwo einen fixen Rechner stehen hättest und dann sagst du so als Zweitgerät so ein Chromebook. Meine, für die wahrscheinlich die Hölle, weil du alles von Google benutzen musst. Also du bist halt dann auf Google Docs etc. angewiesen. Also das, aber ja, das sind halt die Geschichten. Aber sonst prinzipiell keine schlechte Sache.